Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen. Alles klar, Kirby, willkommen zu einer neuen Folge Kirby Star Allies. Wir machen uns heute auf in die vierte und letzte Welt. Und damit ihr mal seht, dass die relativ lang ist, 35% des Spiels haben wir abgeschlossen, nach 3 von 4 Welten. Kann man sich natürlich jetzt fragen, kann die so lang sein? Ich würde sagen, die Welt ist ungefähr das halbe Spiel. Und die restlichen 15% sind Puzzleteile. Apropos, ich glaube, wir haben keine neuen Traumfreude mehr freigeschaltet. Kann das? Haben wir alle inzwischen? Also nach dem Boss in der letzten Folge, meine ich jetzt. Aber es ist noch wer blockiert. Okay, es gibt noch einen, den man erst nach Storyabschluss irgendwann freischalten kann. Dann nehme ich mir einfach mit, auf wen ich Bock habe. Und ich hole mir mal nur 2 jetzt. Es ist eh eigentlich pro Folge genug, dass ich das Seed schon mache. Ich mache das auch nur, weil ich das vorher beginnen will, die Folge. Weil ihr merkt das vielleicht, dass ich immer zu so ganz bestimmten Zeitpunkten beginne zu sprechen. Nämlich, wenn ich hier das... Wenn ich gerade irgendwie einen Knopf drücke, der irgendein Menü öffnet, mache ich das. Zum Beispiel mache ich ja, wenn ich jetzt drücke so, hi, wirklich in dem Moment. Das mache ich bei der Begrüßung, damit ich immer Audio und Video synchronisieren kann. Weil ich das ja inzwischen nicht zusammen aufnehme. Und das ist da auf jeden Fall die effektivste Methode. Man hat das vielleicht auch bemerkt, in meinen ersten Videos mit Capture Card war die Audio oft ein gutes Stück verzogen. Warum genau bin ich ins Level gegangen? Bin ich blöde? Ich meine, natürlich bin ich das, aber... Yes. Das hier ist der Traumpalast, wo wir uns noch einen zweiten Kollegen holen. Ich überlege gerade, an sich hätte ich Bock auf Max, aber... Der ist dumm wie Scheiße, ist das Problem. Haben wir festgestellt. Ich nehme trotzdem mal mit. Das heißt auch, wir haben jetzt zumindest meiner Meinung nach die beiden besten Kirby-Antagonisten als Team dabei. Zumindest die beiden besten, die man bekommen kann. Dark Matter kann man halt nicht als Freund rekrutieren. So, Weltenauswahl. Wir gehen jetzt in die letzte Welt. Was geht da ab? Bevor es ihnen auffiel, befanden sie sich bereits in der Tiefe des Alls. Planet Pop in ihrem Rücken. Doch Kirby und seine Freunde waren, hoffentlich, entschlossen, den Frieden und alles Leckere ihres Heimatplaneten zu schützen. Das ist, ich hätte es fast Story genannt. Aber das ist der Text, der da steht. Hier ist jetzt eben Planet Pop auf einmal... deutlich kleiner als wir. Aber egal. Hier ist der Traumpalast. Müssen wir nur erst freischalten. Und ihr seht. Hier ist das erste Level. Hier ist ein Bonus-Level. Hier ist ein Level. In das wir schon rein können? Warum können wir in die Level rein? Hier ist ein Bonus-Level. Hier ist ein Level. Hier ist ein Bonus-Level. Okay, vielleicht ist... Obwohl, ich weiß nicht... Hier könnte auch ein Bonus-Level sein. Hier ist auf jeden Fall ein Bonus... hier ist ein Level, hier ist ein Bonus-Level. Hier ist ein Level. Ich weiß halt nicht, ob auf diesen kleinen Dingern. Ich glaube, auf denen doch nicht. Dann könnt ihr 2, 3 streichen. Hier ist ein Level. Hier ist ein Level. Hier ist ein Level. Also wir haben auf jeden Fall genug vor uns. Boah, die sieht schon cool aus. Die Welt, da kann man nichts sagen. Auch wenn ich gerade echt verwirrt bin, warum man schon jetzt die Level hier hinten machen kann. Und weil ich einfach bekifft bin, machen wir die Level jetzt reverse. Yes! Wir spielen die vierte Welt rückwärts. Und gehen zuerst hier in den Lavadom. Oder wie hieß es? Stern-Lavadom.
Oh mein Gott, vor allem ist es ein Lava-Level. Wisst ihr doch, was das große Problem letztes Mal bei Max war? Oder Max? Die heißen aus dem Grund ja anders in unterschiedlichen Sprachen. Ihr habt schon Bock. Ich will lieber kurz warten. Wusste nicht sicher, ob hier vielleicht ein Secret ist. Aber sein Problem letztes Mal war, dass er in jede fucking Lava-Pfütze reingeflogen ist. Und jetzt haben wir ihn in einem Lava-Level wieder. Es ist ein Zeichen. So, nehmen wir uns das mit. Und hier müssen wir eindeutig nur warten, bis die Meteoriten den Bonusraum aufsprengen. Falls irgendwer sich jetzt denkt, why the fuck hast du dich jetzt wirklich entschieden? Ich brauche jetzt hier wirklich Stein. Why the fuck hast du dich jetzt entschieden, die Level rückwärts zu machen? Keine Ahnung, ich hab die Möglichkeit, also mache ich's. Wenn das Spiel mich scheiße sein lässt, dann lässt das Spiel mich scheiße sein. So, man kann hier anscheinend... das ist nicht das, was wir brauchen. Das brauchen wir hier. Euch lied ich, dich, mache ich Curling. Zack. Voll gegen den Stein. Ist das das Regenbogen-Puzzleteil? Nein, nur drei normale und ein One-Up. Und halt ein paar Sterne. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, man hat ein Lebensmaximum von 99 in dem Spiel. Das heißt, das haben wir bald erreicht. Oh nein, dabei brauchen wir die Leben so dringend. Wir sind immer noch... Ah nee, stimmt nicht. In der letzten Folge hatten wir den ersten Tod bei dieser Freundesrad-Passage. Kann da meiner Meinung nach auch mal passieren, also... Ich nehme erstmal das Ding mit, weil ich keine Ahnung habe, was daran jetzt hier... Was? Ich verstehe immer noch nicht, warum das so versteckt, also... in Anführungszeichen versteckt war... Und meine Kollegen prügeln sich mit einem Stein. Aber wir müssen wieder... Danke. Jetzt sieht man diesen Wassereimer noch toll. Der sieht toll aus. Damit legen wir diesen Bonusraum frei. Und mein Stein ist in die Lava gesprungen. Genius, ist hier das Regenbogenpuzzle. Hier ist der Schalter. Zu dem letzten Bonuslevel, das da war. Irgendwie ist der Raum ein bisschen komisch. Also zum letzten Bonuslevel, wenn man die eigentliche Reihenfolge nimmt. Bisschen aufpassen, dass wir nichts verpassen. Mir gefällt der Hintergrund sehr an dem Level. Gerade so das, was wirklich weit weg ist. Diese Vulkane, die an so ein bisschen Lava sprudeln da. Gefällt mir vom Design her. Art Kampfpassage. Wobei ich auch gerade hoffe, dass ich nicht irgendwas verpasst habe, was wichtig ist. Sie machen das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger durch die Meteore. Und... die Bosse dieser Welt sind gebufft. Also das sind nur gebuffte. Oh Gott. Greif ihn doch an! Sind nur noch gebuffte Versionen der vorigen Bosse. Und es ist trotzdem nicht nötig, dass der so lange lebt. What the fuck, diese Statue? Muss aber weg. Ernsthaft, es spawnen gleich mehr Gegner. Das schwarze Loch tötet den ganzen Bildschirm und der Koch nimmt die meine Kollegen mit. Super Job. Ihr habt gerade beide jeden einzelnen Gegner getötet. Das bringt's natürlich. Aber Regenbogenpuzzleteil fehlt noch. Hier baut sich jetzt dieser Vulkan so ein bisschen mit auf.
Am besten bleiben wir aufmerksam. Hier besteht auf jeden Fall die Chance, dass wir das bekommen. Und ich musste nicht mal einen Treffer kassieren, wie ich erst dachte. Oh, guck mal, wer da wieder an der Lavawand fliegt. Da bekomme ich Flashbacks. Hier sind ein paar von denen. Und damit haben wir das letzte reguläre Level abgeschlossen. Fehlen nur noch 8 weitere oder so. Es ist toll. Ich bin gerade aber auch echt verwirrt, dass man das überhaupt kann. Why the fuck kann ich hier dieses Level jetzt machen? Ich glaube aber, bevor man zum Boss kann, muss man alle normalen machen. Alles andere wäre wirklich kompletter Bullshit. Ah, nur noch ein Level, dann dürften wir das Puzzle da fertig bekommen. Und die Regenbogen-Puzzleteile sind anscheinend nicht je nach Level geskriptet, sondern einfach je nachdem, das wievielte es ist, das man einsammelt. Und was? Ah, da ist doch ein Bonus-Level. Und das hier da drüben ist ein reguläres Level. Indem wir gleich wieder zu einem Bosskampf kommen. Und ja, wir spielen das. Wir machen diese letzte Welt jetzt genauso, wie man nicht soll. Ich habe den Typen ein bisschen spät gesehen und habe dann aus Reaktion noch schnell angegriffen. Ansonsten hätte ich mir Psycho mitgenommen. Aber stimmt, ich habe jetzt auch 2 Kollegen im Team, die fette schwarze Löcher nutzen können. Oh, dieser scheiß Besen. Danke. Jetzt bin ich wieder Ness. Und mir kann auch keiner sagen, dass die Ability da nicht dran angelehnt ist. Hier, seht ihr diesen Overkill? Ich fahre mal mit runter, weil ich weiß ja nicht, ob ich sonst was verpasse. Da ist ein Secret-Raum, den wir definitiv so erreichen können. Genau das, was ich meinte. Das Fass hatte ich nur schon mit meiner Ability zerstört. Ach so, ich dachte kurz, ich muss jetzt zurück und den durchs Level irgendwie schleppen. Aber nein, nein. Ich muss den Schlüssel in dieser Passage nutzen. Und meine Kollegen sind leicht bad. Und wir nehmen uns Künstler statt Koch mit. Vor allem, wenn das hier schon so versteckt ist. Künstler ist auch eine sehr gute Ability, die ich aber ungern selber mache. Und genau das wollte ich. Künstler kann halt auch einfach gratis heilen. So, wieder alle auf ein bisschen mehr Leben. Sehr schön. Regenbogen-Puzzleteil haben wir schon geklärt damit. Brauchen wir nicht mehr nachzusuchen. Und ich glaube, das war auch schon das Level. Oh, gleichzeitig muss ich aufpassen. Es gibt ja in dieser Welt doch noch einen Hallraum, anders als ich erst dachte. Da muss ich eben gucken, dass ich den nicht verpasse. Aber die Stimmen in dem Spiel sind mir so schnuppe, deswegen werden die jedes Mal anders klingen. Und guck mal, kennen wir ja noch gar nicht den Charakter. Wer hätte gedacht, dass mich die Suche nach den Stücken des Störherzens wieder zu dir führt, Kügelchen? Wenn da nicht die Feuerflammen des Schicksals ihre Zunge im Spiel haben. Jetzt habe ich die richtige Temperatur für meine Flammen, meine ich. Aufgepasst, du Knu... Ich kann nicht lesen. Also, nächster Bosskampf gegen die hatten wir ja noch nie, aber auch diese Bossgegner sind gebufft. Und haben neue, starke Attacken im Repertoire.
Okay, geht nicht so weit. Wait, ich kann in der Luft stallen. Ich kann eher stallen. Oh, das ist sehr stark. Guck auf den Damage. Los, schlag mit drauf, hier ist fucking gestunt. Dieser Kampf war einfach einfacher als der erste. Die zweite Phase haben wir irgendwie gefühlt auch komplett geskippt. Die hat an sich ein paar neue Attacken, die an sich recht stark sind, bloß, ja, viel gebracht haben sie nicht. Der Kampf geht echt einfacher. Ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt noch nicht zum Boss dieser Welt könnte, sonst hinterfrage ich dieses Spiel. Noch zwei, dann werden wir die Regenbogen-Puzzleteile vom nächsten vollständig haben. Danke. Die Sperre steht immer noch und wird wohl auch erst aufhören, dort zu sein. Entweder wenn wir alle normalen Level geschafft haben oder zumindest alle drei von denen nochmal bekämpft haben. Die Musik ist aus Robobot, oder? Ich glaube, die Musik ist aus Planet Robobot. Und ich mag den Track, der ist cool. Aber nebenbei, einfach, dass ich's weiß, guck ich nach dem Heilraum. Alle Secret Hall Rooms, diesmal sogar ein Guide ohne YouTube gefunden. Location 3. Könnte tatsächlich das finale Level sein. Also das Boss-Level, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist es nicht das hier. Das ist nicht in einem Bonus-Level. Jetzt mal gucken, wo es hier lang geht. Im Moment müssen wir halt wirklich ausweichen. Und da ist er tot. Aber wer hätte auch sonst zuerst sterben sollen? Kommt schnell her. Die Items sollen anscheinend so ein bisschen baiten. Können wir jetzt langsam den Weg weiterbekommen? Oh, diesmal war es richtig. Digga! Reicht's? Danke. Es war wirklich lang genug. Und auf einmal ändern wir wieder zu einer Feuergegend. Aber wahrscheinlich ändern sich in den Zusatzleveln die... Wahrscheinlich schwanken die einfach zwischen den verschiedenen Elementen der Level. Und das hier wird mit dem Regenbogen-Puzzleteil zusammenhängen. Nein, natürlich. 1 Millimeter daneben der Jump. Okay, ich hätte sterben können, aber nee. Andererseits, scheiße, diese Stelle dauert ja so lange. So unnötig. Ah, das ist scheiße. Vor allem war der Sprung so 1 Millimeter daneben, ne? Es war noch so mega knapp und dafür müssen wir jetzt hier gefühlt 3-4 Minuten nochmal dasselbe machen. Einfach hoffen, dass nicht noch ein Vollidiot stirbt. So. Jetzt wieder gucken, dass wir nicht krass gebaitet werden, aber an sich hat man immer genug Zeit zu reagieren.
hier war es ja sogar richtig. Da habe ich beim ersten Mal gedacht, ich würde gebaitet werden, aber tatsächlich nicht. So, weiter. Bisschen Food, Margolor, du kriegst auch. Das Puzzleteil nehme ich allerdings mit. So, hier war es richtig. Jetzt geht der hier an der Seite runter. Wir gehen hier hin. Der über uns bewegt sich und wir kommen zum Ziel dieses Abschnitts. Und jetzt voller Fokus. Dieses Mal holen wir das. Das ist sehr sicher das Regenbogen-Puzzleteil. Einen Schalter gibt's nicht, weil wir sind in einem Bonus-Level. Ich muss gerade auch ein bisschen auf Schaden scheißen. Zum Beispiel Margolor hat nicht viele Leben. Es ist nicht schwer, es war einfach nur unnötig. Und ich gehe lieber schnell weiter, bevor sich da hinten mein Maler selber umbringt. Ich brauche jetzt Eis und Wasser. Und ich würde sagen, hier, einerseits das, andererseits wollte ich auch, dass der Maler was macht. Kann gut sein, dass das jetzt falsches Positioning ist. Ich meine, im Prinzip reicht's. Also müssen wir anscheinend das Ganze nochmal wiederholen. Ich habe nach oben gedrückt. Nicht zur Seite. Komm ran, mach das Ding kaputt. Komm ran, machen wir die Dinger kaputt. Jetzt mal, Erne. So, alle herkommen. Wir brauchen die Leben gerade. Weiter. Und da ist das Regenbogen-Puzzleteil, wie vermutet. Einiges an Belohnungen, wenn man es genau sieht. Vor allem, der Fail war halt auch einfach unnötig, ne? Es ist nicht schwer. Und warum habe ich erwartet, dass der stirbt? Es ist nicht schwer. Und hier soll man wahrscheinlich dasselbe machen, aber der Typ braucht eine Stunde zum Rankommen. Gut, aber wir müssen schon mal nichts mehr suchen. Es wird wohl bis zum Levelende jetzt Lava sein. Es kann aber auch gut sein, dass jetzt schon Bosskampf kommt und das Levelende dann ist. Und das wird nur noch möglicher, wenn ich sehe, dass hier ein Kampf beginnt. Hier, ich wollte einen Dash-Attack von vornherein. Dieser Angriff mit dem Schwert ist so unnötig übertrieben. Drop deine Ability. Es wird safe ein Bosskampf kommen und da ist die dann broken. Macht mal kaputt das Zeug, Leute. Wir kriegen eine Heilung. Und sollten uns wahrscheinlich besser nicht von den Meteoriten treffen lassen. Hier ist der Bosskampf. War das zu früh? Ich habe irgendwie gedacht, den müsste ich auch noch aufladen, durchschütteln. Scheiße. Aber er hat trotzdem schon viel Schaden genommen. Aber ich habe jetzt halt keine Ability. Oh, Margolo hat sich hitten lassen, sonst wäre ich gedodged. Und da ist er tot. Ich nehme mir Wrestler mit. Ich denke aber, das Level... Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich war eigentlich sehr sicher, dass das Level rum ist. Aber ich glaube, ich habe... Der Polyklub bringt sich selber um. Margolor ist mal wieder am Hard Carry.
Ich muss nur aufpassen, weil ich selber nicht viele Leben habe. Wir sollten hier weg. Aber da ist ein Full Heal, Puzzleteile, alles was man braucht. Ich überlege jetzt nur, ob ich noch ein Level angehen soll. Die letzte Folge war an sich schon lang, deswegen würde ich sagen nein. Ich würde dann sagen, das war's an dieser Stelle mit dieser Folge von Kirby Star Allies. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir nicht mehr die letzten Level des Spiels, sondern die davor spielen. Und oh, man hat kein Lebenslimit bei 99. Braucht man aber auch, ne? Ansonsten kommt man ja überhaupt nicht klar. Das Regenbogenteil löst sich bei einem anderen ein. Willst du mich flachsen? Naja. Dieses Level haben wir geschafft. Einige stehen uns allerdings noch bevor. Beim nächsten Mal wird es losgehen mit dem Planet Turmaru und dann wohl hier einem Bosskampf und einem Secret Level durch einen Schall. Andererseits nein. Das ist ein reguläres Level. Egal. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.